herzliches Grüß Gott, guten Tag, Servus an unsere Zuseher und Zusehenden und Zuschauer, Zuschauerinnen in der neuen Folge. Ja, wir haben hier doch hier diese Nachtgreife erledigt. Hier gibt es einen Schlüssel für, vielleicht gibt es einen Eintrag, wo ich den finden könnte. Also einen Schlüssel für die Truhe, die kriege ich ja so nicht auf. Wir müssen mal Revue passieren lassen. Und zwar gucken wir mal in unserem Logbuch. Und zwar gibt es da Erz für den König, habe ich ja jetzt ganz viel. Die wichtigen Missionen sollte man auch sich mal zu Gemüte führen, ist mir aufgefallen. Also das habe ich alles schon durchgelesen. Aber jetzt mal Erz für den König, da würde ich doch mal sagen, dass wir mal zu unserem, na, wie heißt er nochmal, Gernot rüberbeamen. So, jetzt sind wir wieder auf der Varaninsel, wo ich lange, lange, lange Zeit nicht war. Und dann schauen wir nochmal. Und in der vorigen Folge, also in der Folge davor, habe ich ja doch gesagt, ich möchte noch die ganze Zeit nicht warten, bis ich dann so viele Lernpunkte geschlossen habe. Gesammelt habe. Hey! Bis ich so viel Stärke habe wie nur möglich. Deswegen frage ich mal Wulfias. Das ist deine Wahl selbst. Ne, hier ist nämlich Elixier der Stärke, kostet mich 25 Lernpunkten. Das Elixier der Stärke, ein meisterlicher Trank. Du brauchst die seltenen Drachenwurzeln und Kronstöckel. Wenn du den Sud aufkochst, achte darauf, dass die Bläschen nicht zu groß werden, sonst erlebst du dein blaues Wunder. Ja, bin ich Gerber oder was? Blaues Wunder. Jawohl, also möge Innos allzeit über dich wachen. Danke, Herr Wulfias. Das ist ja richtig klasse. Gucken wir mal, was wir denn haben an solchen Kräutern. Wie viel wir dann wirklich im Endeffekt kommen. Auf wie viel Stärke, wenn wir das alles verbrauen. Da muss ich mal eben in Ruhe gucken. Jawohl, Kronstöckel haben wir 21. Das ist gut. Mal gucken, wie viele Drachenwurzeln wir haben. 12. Das ist doch klasse. Und nach Adam Ries 12 Drachenwurzel mal 3 sind 36. Das heißt also, könnte ich 36 Stärkepunkte durch Elixiere erhalten. Das hört sich gut an. Wenn das noch stimmt, also mit den 3 Elixierpunkten. Mich fragt ja keiner. Das hätte ich dir vorher gesagt. Aha. Sehr gut, das wollte ich auch wissen. Es gibt eine Nachricht, ich bringe Erz, ich habe diesen Brief gefunden. Fangen wir erstmal damit an. Ich habe diesen Brief gefunden. Er gehörte Donchak, dem Oberbefehlshaber der Orks von Korinnes. So? Dann muss er wichtig sein. Zeig her. Hast du ihn gelesen? Ja. Gut, dann weißt du ja, wie wichtig diese Nachricht für uns ist. Ja. Wisst ihr, wer dieser Allmann so ist? Vermutlich ein Schwarzmagier. Wichtiger ist aber für mich, dass er in Ashtot zu finden ist. Wo liegt dieses Ashtot? In Varant? Richtig, im äußersten Westen. Noch hinter Ishtar gelegen, findet man es in einem unzugänglichen Tal. Ashtot soll neben Bakaresh die wichtigste Tempelstadt der Assassinen sein. Aber wie auch immer. Von Ashtot scheint die Gefahr auszugehen, die in diesem Brief beschrieben ist. Wenn wir zurück an Bord kehren, werde ich Lord Baldwin diesen Brief unverzüglich zeigen. Und dann? Ich weiß nicht. Das muss Lord Baldwin entscheiden. Am besten sollten wir nach Varant segeln, um zu prüfen, wie groß die Gefahr ist, die von diesem Untoten ausgeht. Du hast recht. Aber wie gesagt, das muss Lord Baldwin entscheiden. Außerdem können wir erst an Bord zurück, wenn wir unsere Aufgaben erfüllt haben. Exakt. Die Frage, warum die Schwarzmagier in Korinnes sind, scheint mir jetzt durch dieses Schreiben ausreichend geklärt. Die Assassinen bereiten die Ankunft der Untotenarmee vor. Doch wie sieht es mit deinen anderen Aufgaben aus? Du solltest sie so schnell es geht erledigen. Ja, das machen wir ja auch. Deswegen gibt es auch Nachrichten über Lord Hagen. Es gibt Nachrichten über Lord Hagen. Sprich, wo befindet er sich? Nach wie vor im Minental. Die Orks haben dem Paladin eine Falle gestellt, sodass sie die Kolonie nicht verlassen können. Das sind schlechte Nachrichten. Die Stadt von den Orks erobert. Lord Hagen sitzt im Minental fest.
Und was ist mit dem magischen Erz? Lord Hagen konnte nur 10 Erzkisten rechtzeitig vor dem Angriff der Orks in der verlassenen Mine verstecken. Das hätte er doch besser wissen. 10 Erzkisten? Das ist nicht viel. Aber vielleicht können Sie dem König trotzdem helfen. Wir müssen die Kisten unbedingt haben. Du musst die Kisten unbedingt für uns bergen, hörst du? Natürlich. Ich werde alles versuchen, um an das Erz ranzukommen. Oh, oh, oh. Aber ich bringe schon mal 2 Kisten Erz. Ich bringe Erz. Sehr gut. Aber das wird leider nicht reichen. Wir brauchen mehr. Erst wenn du genug mitgebracht hast, werde ich dir das Zeug abnehmen, da es zu riskant ist, alles hier auf der Insel zu lassen. Und auf das Schiff können wir erst zurück, wenn wir unseren Auftrag erfüllt haben. Also Gernot, was soll denn das jetzt hier? Ja, mein Gott, kann ich die 2 schweren Kisten hier alleine mit mir rumschleppen oder was? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Dann gucken wir doch mal. Jep. Erz für den König. Ich bin durcheinander, ist klar. Ich habe Gernot berichtet, was mir Cedric über Lord Hagen und das Erz gesagt hat. Er gab mir den Auftrag, die 10 Erzkisten unter allen Umständen zu beschaffen. Mal sehen. Vielleicht bekomme ich ja noch mehr zusammen. Ich habe Gernot nicht genug Erz gebracht, ist klar. Er wird mir aber erst alles abnehmen, wenn ich genug Erzkisten zusammen habe. 10 Stück sollten es mindestens sein. Wichtige Missionen. Eine wichtige Mission. Aha, den Cedric. Ich habe Gernot über die Pläne der Schwarzmagier informiert. Damit wäre diese Mission auf Krines beendet. Dann die Rückeroberung. Die kleineren Bauernhöfe sind frei, allerdings müssen noch die anderen Orks außerhalb von Krines erst beseitigt sein, bevor man daran denken kann, die Stadt zurückzuerobern. Mal sehen, was Lord André noch für Aufträge für mich hat. Orksöldner, Garant hat noch eine Aufgabe für mich. Mhm. Okay, was gibt's denn noch? Die Sternwarte. Mal gucken, gibt es da was Neues? Ich weiß nur, um die Schwarzmagier. Donschaks Brief von Almansor könnte vielleicht mit dem Seelenstein in Verbindung stehen. Ich sollte daher nochmal mit Cern sprechen, bevor ich Korines verlasse. Okay. Das Fischerdorf, klar, da müssen wir auch nochmal. Zugang zum Minental gibt es nicht. Der Maler, Bilderverkauf, Loyalität der gefangene Paladiner, Arena-Kämpfe. Das heißt also, der gefangene Paladin hier. Weil ich habe Gernot mitgeteilt, was ich über die Schwarzmagier erfahren könnte. Am besten teile ich das auch gleich so gleich dem gefangenen Cedric mit. Allerdings wollte er auch gerne wissen, was mit den Orksöldnern ist. Das heißt also, ich werde mich dann also wieder da zu Cedric begeben. Und ja, ich springe da mal hin. Wie machen wir das jetzt? Ach, ich stoppe nicht. Ich werde einfach mal dann wieder mich einschalten, wenn ich bei ihm bin. Ja, komme hier wieder in meiner Sträflingskleidung, meiner Sklavenkleidung und nichts passiert. Ein Glück. Also, vielleicht sollte ich auch wieder mal eine Nacht drüber schlafen, bevor ich mit Cedric da irgendwie was quake. Damit hier keiner was mitkriegt, oder wie, oder was, oder was, oder wie. Hier ist ja Hamlet. Cedric. Okay. Dann gehen wir mal eine Runde schlafen. Wo darf ich denn schlafen? Darf ich hier schlafen? Gucken wir mal. Mitternacht. Okay, das ging soweit ganz gut. So, rüber in den Knast. Aha. Der gefangene Paladin. Ich habe ihm mitgeteilt, dass ich über die Schwarze gehört habe. Allerdings wollte er auch wissen, was mit den Orksöldnern ist. Das wird wahrscheinlich deswegen so sein, dass ich noch nicht mit Cedric labern kann, weil ich erstmal was über die Orksöldner in Erfahrung bringen sollte. Liege ich da richtig? Ich liege bestimmt richtig. Tja, superklasse. Was ist mit den Orksöldnern? Wo kriege ich hier denn das wieder raus? Ha, da muss ich, glaube ich, wieder mal eine Nacht drüber schlafen hier. Verdammt, ja, ist gut. Verdammt, was ist los? Was ist los? Ich will doch nur schlafen. Nein.
Ja. Vielleicht gehe ich noch mal zu diesem Herrn, wie heißt er jetzt? Grant? Gut, Deutsche. Yorkshire Oberst. So, vielleicht ist ja der Grant irgendwie. Ach ja, richtig. Okay, bilde mich im Einhanker. Ich will meine Kraft steigern. Sehr schön. Ja, überleg. Wo finde ich jetzt einen Alchemietisch? Ups. Jetzt sind die da ein bisschen rübergehopst. Ich habe eben pausiert. Aber nicht das Spiel gestoppt. Ich gehe am besten. Wo können wir denn hin? Am besten gehe ich zum Alchemietisch von. Von. Erstmal wieder reorientieren. Da gab es doch irgendwo mal so ein Alchemietisch. Ja. Beim Ork-Schaman. So, speichern. So, auf wie geht's. Dann haben wir spezielle Tränke brauen. Trank der Stärke einmal, zehnmal. Das können wir machen. Dann haben wir jetzt nur noch zwei Drachenwurzeln übrig. Das heißt also nochmal jeweils eins. Ein Trank der Stärke. Richtig. Und noch ein Trank der Stärke. Butsch. So, fertig hergestellt und gucken. Gluck, gluck, gluck. 12 Stück. Oh, wir sind super stark gleich. Ganz stark. Viel stark. Ja, wunderbar. 36. Das ist immer schön und gut. So, jetzt mach hin. Schön. Auf einmal gestärkt sind wir jetzt. Und wir gucken nach. Bulla, bulla. 122 Stärke, Perfektor. Ja, da guckst du, ne, du Schimpanski. Doch wieder gelang es der Hinterste. Ja, jetzt gucken wir doch mal Helios weiter. Gerechten Anspruch auf die Herrschaft. Ja, ja, Innos gerechter Anspruch ist auch wieder am Labern. Dann gucken wir mal. Nein, hier wollte ich gar nicht hin. Oh, sorry, liebe Leute. Ich und meine Orientierung. Ich sollte doch wo ganz woanders hin. Genau, und zwar Richtung Kaserne. Oh Gott, hier sind dann noch die ganzen anderen Peoples. Oh, irgendwas mit Drakosch, nee. Wen haben wir denn hier? Orkwache. Yep. Okay. Gehen wir mal zu Grant wieder zurück. Und fragen mal, ob wir denn stark sind. Weiß ich jetzt nicht. Also es müsste normalerweise gehen. Ich bin ja Meister im Einhand. So, Grant, ich werde erstmal abgrandeln, speichern. Bin ich stark genug? Bin ich stark genug? Fragezeichen. Bin ich stark genug, um in der Arena bestehen zu können? Ja, stark. Ja, ich denke, das wird ausreichen. Eine Garantie kann ich dir allerdings nicht geben. Schließlich sind Evans und die anderen Kämpfer nicht zu unterschätzen. Okay, und jetzt? Was passiert jetzt? Arena-Kämpfer. Aha. Ich habe wohl genug Kenntnis im praktischen Gebrauch mit der Einhandwaffe. Ich bin wohl stark genug, um in der Arena zu kämpfen. Allerdings konnte mir Grant keine Garantie geben. Die Evans und die anderen. Wer sind denn die anderen? Ich habe Grant, Evans, Stärke, Evans schlagen, okay. Also muss ich Evans irgendwie zum Kampf und die anderen. Mhm. Evans und die anderen. Ja, dann gucken wir mal. Und das in der Kluft hier? Verstehe ich nicht. Große Frage, wo ist Evans? Also hier ist ja Hamlet drin. Ja. Hä? Wo ist Evans? Ich muss Evans suchen. Ich weiß nicht mehr, wo der ist. Hä? Oder war er hier? Ne, hier war Mark drin. Oder Mark war drin. Ja, genau, richtig. Ja, Evans. Wo ist der Evans? Okay, ich melde mich wieder, wenn ich Evans gefunden habe. Jo, Evans muss ja im Lemas Bude hocken, stehen, sein. Wer ist er denn hier? Okay, Evans. Was hältst du von Grant? Ah, den habe ich noch gar nicht gefragt gehabt. Okay.
Was hältst du von Grant? Warum sollte ich dir, Herumtreiber, das sagen? Mach, dass du wegkommst. Ach so, wegen Grants Absetzung ansprechen. Oh boy, ja. Ja, okay. Vielleicht willst du mir ja doch was hierüber sagen. Butch meinte nämlich, dass Grant wohl nicht mehr lange euer Anführer sein wird. Was? Dieser Idiot. Ich sollte ihm das Maul stopfen. Und dasselbe wird dir passieren, wenn du nicht gleich verschwindest. Halt eins noch. Ich rate dir, quatsch hier bloß kein dummes Zeug herum. Verstanden? Sonst könnte es sein, dass du nicht mehr lange lebst. Oh, war ja noch was? Es wäre gewagt. Ja, okay. Dann gucken wir auf alle Fälle erstmal ins Logbuch wegen Loyalität der Orksöldner. Ja, ich konnte Evans natürlich nicht vormachen, dass ich in die Verschwörung eingeweiht bin. Er wird mir nicht verraten, was gegen Grant geplant ist. Allerdings sollte ich vorsichtig sein, da Evans weiß, dass ich ein Mitwisser bin und mir offen gedroht hat. Aber was er von mir denkt, kann mir egal sein. Ich bin ja schließlich weder für Grant noch für Evans, sondern will nur genug Informationen über die Orksöldner bekommen. Es kann nur von Vorteil sein, wenn ich beide gegeneinander ausspiele, oder habe ich mich jetzt unnötig in Gefahr gebracht? Oh! Oh! Oh, oh, oh! Ja, unnötig in Gefahr. Will ich mal zurück zu Grant gehen hier? Tja, dann wollen wir schauen, was Grant dazu zu sagen hat. Ich denke, dass ich nun bereit bin, um in der Arena zu kämpfen, bilde mich... Okay... Oh, weia! Okay, gut, dass ich vorher abgespeichert habe. Ich denke, dass ich nun bereit bin, leichte um in der Arena zu kämpfen. Gut, hier hast du eine Rüstung. Melde dich beim Ork Trompek. Er ist der Arenaleiter. Falls er dich nicht kämpfen lassen will, sagst du ihm, dass du meine Erlaubnis hierzu hast. Viel Glück. Belia, ach, verdammt. Oder von mir aus auch jeder andere Gott, an den du glaubst, möge mit dir sein. Enos. Lustig. Also nochmal gucken hier. Arena-Kämpfe. Orksöldner ist umgekommen. Tja, schön. Super. Dann werde ich mal gucken, wie die Rüstung wohl aussehen mag. Leichte Drachen-Bootsmann-Rüstung, leichte Orksöldner-Rüstung. Ja, sieht gut aus, oder? Gucken wir mal nochmal genauer nach. Ja. Ist okay, kann man machen. Wie viel Schutz habe ich denn dadurch? 88 und 88 vor Geschossen. Ja, das müsste gut gehen. Bei wem muss ich mich jetzt melden? Auction Oberst, Schimpanse? Nee, Schamane. Vor allem, was ist hier? Die Arena ist jetzt hier die mit gemeint? Verstehe ich nicht. Liegen wieder Klamotten rum. Was für eine Arena? Ich habe noch nie eine Arena so wissentlich irgendwie gesehen. Hat hier eine Arena? Ja, unten irgendwie im Hafenviertel. Da hatte man doch... da kann ich mir was vorstellen, aber... Es war keine Arena in dem Sinne, sondern... So eine kleine Ecke, wo die sich immer so zu gewissen Zeiten getroffen haben. Sollen wir mal gucken hier. Ob das die besagte Arena sein sollte. Ihr wisst, was ich meine, ne? Da standen nämlich immer hier welche. Zu gewissen Zeiten. Ja, 11.13 Uhr. Aber da ist bestimmt nicht die Arena mit gemeint. Ja, Heimatland. Jetzt muss ich wieder einen Heinz suchen. Trompek. Ach so. Jetzt muss ich mal eine Runde lachen hier. Das ist doch der Schafsgatter vom Schafhirten. Okay, oh ja, abspeichern. Nein, wie geil ist das denn? Trompek, hallo. Ja, hallo. Hallo. Was ist Morre? Willst du etwa von Trompek wissen, wann die nächsten Arena-Kämpfe stattfinden? Wie? Hier finden Arena-Kämpfe statt? Ja, das heißt... Nein. Ja, nein?
Was denn jetzt? Bis vor kurzem fanden hier noch Kämpfe statt. Doch jetzt traut sich niemand mehr, gegen unsere drei besten Kämpfer anzutreten. Wer sind denn eure drei besten Kämpfer? Butch, Hamlet und Evans. Und gegen die traut sich niemand mehr zu kämpfen? Du sagst es, Morra. Schade. Trompek hätte noch zu gerne etwas Gold verdient. Gold verdient? So bist du wohl der Arenaleiter hier. Ja, Morra. Das heißt, Trompek war der Arenaleiter. Trompek glaubt nicht, dass hier nochmal Kämpfe stattfinden. Oh doch, Trompek. Aber ja, aber nein, aber nein, aber ja, aber ja, aber nein. Lass mich in der Arena kämpfen. Ja. Warum sollte ich? Weil Grant mir die Erlaubnis dazu gegeben hat. So. Na, von mir aus. Sind deine Knochen, Morra. Wie sind die Bedingungen? Für den ersten Kampf zahlst du mir 100 Goldstücke. Kein Problem. Solltest du wieder erwarten Glück haben, bekommst du 200 zurück. Ja, die Kämpfe finden abends zwischen 17 und 20 Uhr hier im Hafenviertel statt. Was kann man eigentlich gewinnen? Neben dem Wetteinsatz ein gutes, scharfes Schwert, Morra. So eine Waffe hast du bestimmt noch nie in Händen gehabt. Ach ja, geil. Das wäre gewagt sein. Ja. Jetzt müssen wir mal gucken hier. 17 bis 20 Uhr. Okay, wir haben es 11.35 Uhr. Ich muss echt lachen. Oh ja, aber nein, aber nein, aber ja. Ja, hier genau richtig. Wurst, Schinke und sowas. Ja, da werde ich aber nicht rangehen, oder? Speichern. Ist das alles voller Blut? Oh Gott, geht. Das geht, das geht, das geht, das geht. Gut, gut. Hier ist noch ein Beil. Na? Nichts los? War eine Truhe, gehe ich nicht. Ja, dann werden wir mal bis Nachmittag schlafen. Und zwar bis 17 Uhr. Da steht's ja. Ach, deswegen 17 Uhr. Oh, Alter. Jetzt hab ich's kapiert. Oh. Und? Seid ihr schon alle da? Nein. Mal gucken, wer ist er denn da hinten? Okay. Ja gut, okay. Dann nochmal lieber sicherheitshalber speichern. Falls ihr noch ein paar Nebengeräusche hier im Mikrofon gehört haben solltet. Ja, draußen stürmt es. Die Türen klappern. Ich hab's jetzt zugemacht. Dann gucken wir mal. Ich will in der Arena kämpfen. Ich will in der Arena kämpfen. Oh, 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 oh. Sehr schön. Zahl deine 100 Goldstücke und dann geht's los. Dann geht's los. Oh, weia. Hier hast du das Gold. Wer ist mein erster Gegner? Butch. Geh und fordere ihn heraus. Nein. Butch. So, wo ist er denn, der Butch? Kommt er nicht automatisch hier rein? Muss ich den auch noch suchen? Nee, er kommt. Oh. Nee, das ist Evans. Warte mal. Was sagt Evans dazu? Nee. Bis jetzt noch nicht. Da hinten kommt ein anderer. Ich hätte das nicht gemacht. Da ist er. Da ist er. Na, hat sich das schnell rumgesprochen oder du gehst in die falsche Richtung, Butch? Hallo, komm mit mir. Ich will gegen dich kämpfen. Wieso kann ich ihn nicht ansprechen? Ich kann ihn nicht ansprechen. Jetzt stelle ich mal vor ihn, drücke die Maus heftigst. Nein, nicht dich, Hamlet. Gehe und fordere ihn heraus. In welchem Modus bist du, Butch? Indem ich renne mal gegen die Tür. Ach, da oben hängen auch noch Sachen. Keine Raspel? Die brauche ich nämlich auch noch. Eine Säge. Gucken. Gucken. Hammer. Säge. Butch, was los? Manometer. Da muss ich wohl jetzt mal eben kurz mal irgendwie einen Sprung machen. So, wie hieß das alte Zauberwort? Abspeichern an der Stelle und wieder einladen. Und Butch ist jetzt erstmal hier am Stehen. Ich will mit dir in der Arena kämpfen. Ich will mit dir in der Arena kämpfen. Trompek hat sein Preisgeld erhalten. Wie? Du willst mit mir kämpfen? Bist wohl lebensmüde geworden, was? Was ist jetzt? Kämpfst du jetzt mit mir oder was? Na klar, los, auf in die Arena. Und er hat es ja aber eilig. Oh wei, oh wei. Oh wei. Ich weiß gar nicht, wie stark der ist. Er kann es kaum erwarten. Ich kann es auch kaum erwarten. Gucken. Okay. Waffe ist gezogen. Aber noch jetzt wieder eingesteckt. So.
Muss ich ihm noch was erzählen, dem Trompek? Nee. So, auf geht's. Muss ich ihn nochmal ansprechen, wa? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Gut, dann mach dich auf was gefasst. Es gibt doch nur noch mehr. Jetzt kriege ich dich. Oder ich dich. War ja easy. Der war ja sowas von Ork-Söldnerbögen. Oh, Hound. Dings, Würfelchen hat er auch noch. Schön, grobes Schwert. Butsch, steh auf. Soll ich dir noch irgendwie Wasser, hier eine Tonne Wasser über den Kopf schütten oder was? Muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. So, Butsch, so schnell konntest du gar nicht gucken, gell? Mein Schädel. Ja. Okay, dann trink mal schön. Du hast gewonnen. Was willst du? Noch die nach dem Kampf. Nun? Verdammt, du hast mich tatsächlich umgehauen. Hätte ich nie gedacht. Okay, warte noch mal. Was? Genau das habe ich auch gesagt. Nee, das war nix. Da war noch was, ja, aber. Ich habe Butch herausgefordert, ich habe Butch geschlagen. Fertig aus, das können wir mal unseren Herrn Trompetenheinz da sagen, hier Trompek. So, ich habe Butch besiegt. Ich habe Butch besiegt. Du bist besser, als ich dachte, Mora. Hier hast du deine 200 Goldstücke. Dein nächster Gegner ist Hamlet. Den wirst du aber nicht so leicht besiegen können. Er ist nicht nur stärker als Butch, sondern auch ein besserer Schwertkämpfer. Das will ich doch mal wissen. Ich will gegen den nächsten Gegner kämpfen. Hier ist das Geld. Gut. Dein nächster Gegner ist Hamlet. Viel Glück. Danke sehr. Ja, Hamlet, Hamlet, Hamlet. Wo ist er denn schon da? Muss ich ihn wahrscheinlich wiederholen, oder was? Hier ist Evans, hier ist Hamlet. Okay, erstmal speichern. Ja, Hamlet, dann komm mal mit. Kämpfe mit mir in der Arena, Hamlet. Hat Rombeck auch sein Geld erhalten? Vorher kämpfe ich nicht mit dir. Ja. Gut, dann komm. Ich werde dir ganz gehörig das Fell versohlen. Ehrlich? Oh, Hammer, Hammer, Hammer. So, alles guckt. Ich stehe mit Hamlet jetzt hier und führe aber nicht Othello oder sonst irgendwas. Achso, ich muss ihn erstmal ansprechen. Oder Shakespeare auf. Lass uns so kämpfen. Komm her! Kriege ich dich doch noch. Hallo, vielleicht sollte ich mal meine Waffen ziehen. Manometer. So, diesmal habe ich einen Abstand gewahrt. Lass uns kämpfen. Komm her! Kriege ich dich doch noch. Oh, oh. Oh, immer schön an der Klinge bleiben, Roland. Jawohl. So, auch wieder ein Ork-Söldnerbogen und ein paar Pfeilchen. Die wollen wir doch mal einsacken. Was hast du denn sonst noch? Und du hast noch ein grobes Schwert. Ja, Herr Hamlet. Ja, in Shakespeare, seine Lyrik geht doch alles meistens ziemlich übel aus. Meistens. Na, Hamlet, was los? Oh, mein Schädel. Ja, komm, nicht abmalen. Ist ja schon gut, du hast gewonnen. Was willst du? Nix. Nach dem Kampf. Und? Alle Knochen noch ganz? Verdammt, ja. Allerdings brummt mir ganz schön der Schädel. Na schön, du hast den Kampf gewonnen. Sehr schön. Noch was? Nein. Ja, auch hier, Trompek, gib mir mal das Geld. Ich habe Hamlet besiegt. Bei Belia, das war ein guter Kampf, Mora. Hier, deine 200 Goldstücke. Dein nächster Gegner wäre unser Champion Evans. Ich bin gespannt, ob du auch ihn schlagen wirst. Er ist unter den Söldnern der stärkste Kämpfer. Also pass gut auf deine Knochen auf, Mora. Das hätte er doch besser wissen müssen. Ja, und an der Stelle verabschiede ich mich für diese Folge. Gegen Evans werde ich in der nächsten Folge kämpfen. Muss ja auch noch ein bisschen Spannung da bleiben. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Daumen, Kommentare sind erwünscht. Ich sage tschüss.